Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wie versprochen, schauen wir uns in der heutigen Folge den Lamborghini Countach an, nachdem wir uns ja in der letzten Folge uns den Lamborghini Countach angeguckt haben. Moment. Ja, doch, ist richtig. Wir haben uns nämlich in der letzten Folge die Neuinterpretation, die Hommage an den Klassiker angeschaut. Und diesmal ist eben der Klassiker dran. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich eine kleine Spritztour im Serienzustand. Der Klassiker kommt in der Street Racing-Kategorie daher, während ja die Neuauflage bei den Hypercars zu finden war. Was ich auch okay finde, weil ich glaube, das andere Fahrzeug wäre zu OP irgendwie in der der Street Racing Klasse, und der hier wiederum, glaube ich, wäre auch irgendwie falsch in der Hypercar Klasse. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz in Ordnung, und so kann man immerhin beide Countachs ausfahren, wenn man möchte, den einen dort, den anderen hier. So, und ach, es ist schon ein geiles Ding, ja, gefällt mir beide. Also ich habe es schon gesagt in der letzten Folge, okay, was machen die Menschen da vorne? Leben gefährlich. Ja gut. Lassen wir sie mal in Ruhe diskutieren. Ne, ich hab's schon gesagt in der letzten Folge, ich finde die neue Auflage, die neue Interpretation echt, echt nice. Aber der Klassiker ist halt der Klassiker, ne? Und ich bin wirklich gespannt heute, was wir da so... Der hat aber keinen Respekt hier. Der typical Chip. Ja, du bist mehr so einer. Also er ist eher die Kategorie, er findet den Klassiker nicht so cool. Ich aber schon. So, Schmecker sollen ja, dürfen ja verschieden sein. Bringen wir uns da nicht aus der Fassung. Was soll ich sagen? Genau, ich bin sehr gespannt, was wir vor allem optisch an dem Fahrzeug so ein bisschen machen können. Ich habe auch in der letzten Folge ja gesagt, da ja eben Need for Speed anbauend jetzt ganz neu rausgekommen ist und sich alles ja so ein bisschen jetzt ins neue Need for Speed dreht, bin ich ja dort auch eben den Countach ganz am Anfang gefahren, und da haben wir ja schon ein bisschen gesehen, was wir so optisch ein bisschen dort tunen können. Zum Teil haben wir es auch gemacht, sogar das Extreme Body Kit angebracht, ehe uns dort, Vorsicht, Spoiler-Alarm, das Auto geklaut wurde. Geborgt, wir haben es verliehen. Ja. Und deswegen, ja, jetzt muss ich natürlich die Crew 2 dann gleich dem Vergleich stellen, okay. Was kann das Fahrzeug oder was kann das optische Tuning hier dagegen halten? Ja, das ist ganz klar. Das finden wir jetzt dann gleich raus. Aber wir machen natürlich den obligatorischen Soundcheck erstmal und gucken, wie eben der Lamborghini Countach hier so klingt. Deswegen hören wir einfach mal rein. Ich drehe den Spielsound voll auf. Ja, ich finde so dieses Nach... Vorsicht, ja, heute haben es alle... Also, heute sind sie alle auf Tuchfühlung. Ja, das Nachblubbern ist ganz cool. Das finde ich, haben sie aber generell bei den letzten Fahrzeugen, die wir uns schon angeschaut haben, eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Der Rest, ja, ist es halt immer schwierig. Die Crew 2 ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was jetzt die krassen Motoren-Sounds hat. Das wissen wir auch. Gemessen aber im Vergleich zu anderen Fahrzeugen hier im Spiel, finde ich trotzdem klingt es bisschen flach. Ich meine, man darf nicht vergessen, der dreht hier über 8000 Umdrehungen. Da muss schon eigentlich mehr Geschrei, mehr Gebrülle da sein, finde ich. Das finde ich dann schon ein bisschen zu wenig. Naja, gut. Nehmen wir mal so an. Gut, normalerweise würde ich jetzt sagen, fahren wir das Ding erstmal in der Serie ein Rennen oder so. Das können wir auch gerne machen, also bevor wir Leistungstuning machen. Aber optisches Tuning, da will ich mich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Und deswegen gucken wir da jetzt einfach direkt rein. Und können ja dann das Leistungstuning gleich mal noch machen. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Erstmal die Farben. Da haben wir natürlich die wunderbare Auswahl. Guck mal, da ist auch das Lila, was ich gemeint habe. Das gehört auch irgendwie dazu. Ich finde den Lila-Ton, den ich in der letzten Folge dann mit dem
neuen gemacht habe, zusammengerührt habe, wenn man so möchte, hat es doch ganz gut getroffen. Ja, also, ja, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Weiß. Jetzt gucken wir erstmal. Also, gucken wir mal. Lass mich raten, das gleiche in Carbon. was? Was ist das? What? Ja, einmal mal Frontflügel. Formel 1-Style. Okay, das ist ja mal ganz verrückt. Okay, Ding mit Carbon abgedeckt. Okay, das alles mit Carbon hier. Wild. Okay, jetzt sieht er aus, wie wenn er so Augenbrauen hat. So wie ich. So sehr markante Augenbrauen. Nichts Dezentes. So, okay. Okay, das ist mal ein Kit. Das finde ich aller Ehren wert, muss ich doch schon sagen. Felgen. Die gleichen nochmal in Gülden, da haben wir die güldene Farbe wieder. Okay. Zettel lassen wir mal außen. Okay, in Wagenfarbe. Kotflügel hinten. Und natürlich auch dieses Breite. Okay, finde ich nicht verkehrt. Das ist tatsächlich aber der Flügel, den man vom, na, ihr wisst Bescheid. Also den gab es wirklich für den hier. Okay, nochmal ein Carbon. Alles klar. Heckstoßfänger. Okay, Moment, wo ist hier? Ist der Unterschied? Die Endrohre sind anders. Sonst aber gleich, oder? Nur die Endrohre anders bei dem hier, ja. Einfach mal zwei Abgasturbolader da hinten dran. Die er normal eigentlich nicht hat, aber da hat er sie dann einfach. Okay. Kann man machen? Soll man das machen? Einfach, weil es verrückt ist. Oh, da gibt es natürlich noch für den Innenraum ein bisschen was. Okay, interessant. Also, das weiß ich jetzt. Aber das machen wir. Ich mach's mal kurz drauf. Das ist mir das Geld jetzt einmal wert. Und dann das mit dem hier. Aber jetzt sieht so Pate aus. Nein, das machen wir nicht. Oh mein Gott. Nein, nein, einfach nein. Felgen, ja. Ich glaube, da mache ich doch andere Felgen irgendwie. Serienfelgen haben natürlich schon was, aber ich glaube, ich gehe mit denen hier oder machen wir ganz andere. Mal nochmal gucken. Da jetzt direkt welche ins Auge stechen, wie ich sage, jo, die passen auch natürlich super geil da drauf. Kurz mal schauen. Sowas hätte halt auch was, ne? Weil es auch so ein bisschen im klassischen Stil ist. Ja, wenn wir jetzt da so ein bisschen im klassischen Stil bleiben wollen. Wenn jetzt auch nicht verkehrt mit dem Zentralverschluss hier, mit mehr Speichenfelgen. Die haben auch was. Bisschen moderner natürlich. Die sind auch super ähnlich, wo ich dann manchmal gar nicht jetzt direkt sagen könnte, okay, wo ist jetzt der krasse Unterschied? Okay. Ich glaube, ich nehme diese ein da, wenn ich sie nochmal ganz schnell wiederfinde, will jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verplempern. Die hier, glaube ich, fände ich ganz cool, weil sie doch diesen klassischen Stil noch haben, aber dann doch ein bisschen anders sind. Ja, wir lassen das so von der Farbe. Und, oh, das sind schon die großen. Ah, das ist schon die großen. Oh, okay, ich dachte, wir kriegen es nochmal ein bisschen größer hin. Weiß ich nicht, ob ich sie dann doch so geil finde, ehrlich gesagt. Egal, ich mach's jetzt einfach mal. Ja, wir nehmen die jetzt einfach, was soll's. Außenspiegel lassen wir, da machen wir natürlich jetzt auch schön breit. Ja, Flügel. Ich würde aber jetzt ohne Carbon gehen. Und das ist da hinten mit. Oh, das sehe ich erst jetzt, dass das dann auch das Dach und so Carbon ist. Das sehe ich erst jetzt. Dann will ich das aber nicht unbedingt machen. Also Carbon will ich eigentlich jetzt diesmal nicht unbedingt beim Fahrzeug haben. Auch wenn das schon lustig ist hinten mit den, zwei Abgasturboladern. Nee, dann lassen wir einfach die. Vielleicht die anderen Endrohre. Können auch gerne die Optik machen. Irgendwie hat es auch was. Mit diesen Rückleuchten. Machen wir das hier vielleicht. Ja, ein Innenraum. Eigentlich gerne wieder mit roten Akzenten machen, also mit den Nähten. Material, bisschen Alcantara rein. Geht immer.
So. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher mit den Felgen jetzt. Ich dachte, ich kann sie größer machen, deswegen... Ja, ich weiß, ich ärgere euch damit immer. Ich glaube, dann finde ich fast die cooler sogar. Gerade nebendran waren. Die gehen ja auch schön rein. Das finde ich auch ganz cool, wenn die so ein bisschen reingehen und so. Ich nehme jetzt die. Die haben auch so ein bisschen was Klassisches. Nehmen wir jetzt aber die hier. So. Okay, wunderbar. Dann, was wir noch machen, sind die Reifen. Die gefallen mir gar nicht. Die sehen fast schon aus wie so Offroad-Reifen. Das geht ja gar nicht irgendwo. Ja, sowas. Ne, dann machen wir mal so ganz normale Straßenreifen. Wobei so Oldschool, so Vintage würde ich auch irgendwie fühlen bei dem. Deswegen, komm, machen wir das mal so. Und ja, dann Leistung machen wir gleich noch. Jetzt fahren wir erstmal mit dem getunten Zustand. Ich meine, der ist jetzt ultra breit. Ein bisschen tiefer legen dürfte er auch noch, aber ich vielleicht tut er das dann gleich durchs Tuning. Manchmal ist es ja bei manchen Fahrzeugen, sobald du die auf eine gewisse Stufe tunst, dann sind sie automatisch auch tiefer und so. Also optisch tiefer. Das ist schon ein geiles Kit, so für ein Tuning-Kit. Kann man machen. Gut, dann wollen wir aber auch ein bisschen Rennen fahren. Street Racing, dann machen wir... Ich gehe jetzt einmal irgendwo in die Mitte rein. Was soll's? Oh, das, ja, dafür sind wir zu schwach. Ja, okay, nee. Dann machen wir jetzt einfach eins ganz normal im Serienleistungszustand. Und dann aber auf jeden Fall im getunten Zustand. Mal gucken, was wir rauskitzeln können. Schon dicke Walzen jetzt da hinten drauf, ne? Sieht schon böse aus. So, mal gucken, wie er sich fährt. Ich glaube, das Breitbau-Kit könnte natürlich auch schon einen gewissen Einfluss aufs Fahrverhalten haben, aber das klammern wir jetzt einfach mal aus. Aber finde ich cool, dass sie mit dem Elite-Bundle nicht nur eben jetzt den neuen Countach reingebracht haben, sondern natürlich auch den Klassiker. Das gehört ja dann irgendwie auch mit dazu, da der ja halt auch noch gefehlt hat. Das Nachblubbern finde ich schon ganz cool. Ja, liegt eigentlich sehr angenehm auf der Straße. Also gerade von so älteren Fahrzeugen sind wir da schon wildere Kisten gefahren. Aber auch hier wieder mit Vorsicht zu genießen, wie sich es dann fährt im getunten Zustand. Das werden wir dann sehen. Aber so geht da ganz gut um die Ecken auf jeden Fall. Scheint gut Grip zu haben. Bisschen mehr Leistung. Werden wir gleich noch nachrüsten. Alter, das gibt Böller, ey. Da zuckst du immer zusammen in dem Spiel. Nach so vielen Jahren immer noch ein Schreckmoment. So. Ja, anders natürlich als die Hommage, die Neuinterpretation, hat der hier natürlich Hinterradantrieb. Kein Allrad. Dass Lamborghini da in ihren Sportwagen dann mit Allrad gekommen ist, ist erst mit dem Murcielago dann gekommen. Zumindest mal in der Serie. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob sie beim Diablo nicht auch mal so eine Allrad-Variante hatten, aber die halt jetzt nicht so das krasse Ding war, sondern eher so eine Kleinserie-Test irgendwas. Bin mir aber gerade nicht mehr so sicher. Aber Murcielago wissen wir halt auf jeden Fall, der hat, also der Stock, normale Murcielago, hatte schon Allrad und dann beim Aventador und so weiter war es dann ja auch Standard bei den kleineren mit Gallardo und Huracan dann sowieso. Da waren dann eher die mit Hinterradantrieb die besonderen Varianten. So. Aber hier müssen wir nicht drüber reden, hier gab es den definitiv nicht mit Allrad. Ja, und jetzt wollen wir natürlich
auch ein bisschen tunen. Mal gucken, was wir da so rauskitzeln können. So, ich glaube, ich habe leider keine kompletten Nitro-Mischer-Teile. Shame on me, aber wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen sonst uns einen gewissen Nitro-Bums gewährt. Naja, alles nichts Besonderes. So. Und dann nehmen wir halt das noch. Da kommen wir auf 928 PS. Das ist natürlich eine Ansage. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch optisch jetzt auf einmal tiefer liegt. Ein bisschen schon. Ein bisschen liegt er tiefer, würde ich schon sagen. Nicht viel, aber ein bisschen. Gerade hinten merkt man es, finde ich, deutlich. Und dann sieht es natürlich auch nochmal ganz anders aus. Ich glaube auch nicht, dass es mit den Upgrade-Teilen zusammenhängt, sondern ich glaube wirklich mit der Stufe. Aber da wissen wahrscheinlich die Crew-2-Experten mehr, wann das Fahrzeug optisch wirklich auch tiefer liegt. Ob das an der Stufe liegt oder wirklich, wenn man einfach bessere Federn nur verbaut oder so. Das weiß ich nicht sicher. So oder so, er liegt jetzt auf jeden Fall tiefer, sieht dadurch auf jeden Fall besser aus. Und dann haben wir einfach unseren Spaß damit. So, wir fahren jetzt mal ein Rennen, natürlich ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich habe auch ein paar hier noch nicht. Okay, das sind diese Special Events. Im Prinzip können wir die eigentlich auch mal fahren. Ist ja egal, auch wenn wir die schon mal gemacht haben. Ah, komm, machen wir die einfach. Was soll's. Einfach mal was anderes wieder sehen. Mit den Klappscheinwerfer offen. Das überspringen wir mal. Mit den Klappscheinwerfer offen hat er immer so einen etwas zahmen Blick drauf. Und wenn sie unten sind, dann ist er wieder super aggressiv aus, finde ich. Mal gucken, wie der sich jetzt hier fährt. Im Start weg fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr mächtig an. Ups, Schalten nicht vergessen. Doch, der liegt. Sehr gut. Gefällt mir. Okay, sehr, ein bisschen hecklastig, aber ist okay. Doch, doch, damit kann man arbeiten. Damit kann man definitiv arbeiten. Also für ein Hinterrad angetriebenes Fahrzeug sind wir schon deutlich Schlimmeres gefahren. Und steckt wohl die Hügel und Kuppen besser weg als die Neuinterpretation, so vom Gefühl her. Und wir fliegen! Aua. Oh, die Landung hat er doch sehr männlich weggesteckt, muss ich sagen. Was ja oftmals bei den älteren Fahrzeugen ist, wenn man die tunt, dass dann meistens halt das mit dem Getriebe nicht so ganz geil passt, weil die älteren Fahrzeuge meistens ja nur so ein 4- oder maximal 5-Gang-Getriebe haben. Da sind wir natürlich jetzt bei dem hier ganz gut aufgestellt. Die 5 Gänge hier sind sehr gut übersetzt, also damit kann man schon ganz gut auch eben arbeiten. Zum Teil haben wir echt Fahrzeuge, die waren super geil zu fahren, aber das 4-Gang hat es dann irgendwie, finde ich, kaputt gemacht. Aber hier passt es sehr gut. Warum macht es Spaß? Ein bisschen Innenansicht mal. Wenn wir schon alles mit Alcantara ausstatten. Oh, das war zu früh eingelenkt, sorry. Was ich mich halt jetzt gerade frage beim optischen Tuning, weil wir ja die Option hatten da mit diesen beiden Abgasturboladern, ob es das
wirklich in der Realität gibt. Also ob wirklich jemand beim Kuntouch das nachgerüstet hat und das genau so gemacht hat. Also, oder warum haben sie das so gemacht, frage ich mich jetzt gerade. Weil der Kuntouch hat natürlich definitiv kein Turbo, ja, geschweige denn ein Twin-Turbo. Ist natürlich ein selbstansaugender. Jetzt auch mit dem getunten Zustand hat der offensichtlich keinen Turbolader, also hört man zumindest mal nicht raus. Da frage ich mich, wie kommen die Entwickler drauf, das anzubieten? Einfach, weil sie es cool finden? Oder gibt's das halt wirklich? Gibt's irgendeinen verrückten Tuner, der halt einen Kuntouch so nachgerüstet hat und das halt so mit so ein bisschen Showcar-mäßig halt auch nach außen gelegt hat? Kann ich mir schon vorstellen. Und dass es dann daher so ein bisschen abgeleitet ist. Cool und verrückt ist es allemal, auf jeden Fall. Und ich hätte es gemacht, wenn der Rest nicht da mit Carbon noch gewesen wäre. So, dann würde ich sagen, wir machen natürlich noch mal ein paar Rennen. Wir wollen noch ein bisschen auch Action haben. So. Ja, aber hier noch mal irgendwo hin. Ich will ja noch mehr von diesen Special-Dinger machen, was soll's. Ich meine, die Gegner sind sowieso eigentlich keine Herausforderung, deswegen eigentlich ist es egal, auf welcher Schwierigkeitsstufe ich das jetzt fahre. Die breiten Reifen da hinten, das ist schon... Wie der Mannequin da auch drin liegt, ne? Schon lustig. Okay, let's go! Pikes Peak, Hill Climb, Rennen. Im getunten Kuntouch, so wie man es kennt. Aber doch, der macht echt Spaß zu fahren. So ein bisschen Nachlenken hat er, aber völlig in Ordnung. Kann man eigentlich sehr geil fahren. Der macht mir tatsächlich vom Fahren mehr Spaß als der Neue, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn wir natürlich jetzt bei allen kein Feintuning gemacht haben, da kann man natürlich schon noch ein bisschen was rauskitzeln, das ist klar. Aber so von der Basis her fällt er mir irgendwie besser hier. War auf jeden Fall gut, sich beide anzugucken. Ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, beide in eine Folge zu packen. Aber dann habe ich gedacht, nö, warum? Haben wir zwei separate Folgen, dann können wir uns für jedes Fahrzeug auch genug Zeit nehmen. Ein bisschen mehr auch Renn-Action machen. Sonst würde ja bei beiden größte Zeit mit dem Tuning drauf gehen. Ein bisschen die Dinge ausfahren wollen wir natürlich auch. So. Ich kann nicht mehr daran erinnern, dass es hier so grün saftig war von der Farbgebung. In Realität ist es eher weniger so beim Pikes Peak, da ist oben ziemlich karg eigentlich. Aber gut. Dann ist die Weitsicht so krass. Guck mal, wie gut man hier gucken kann. Mir nie so aufgefallen. Ich muss aber sagen, ich bin auch schon lange nicht mehr in der Crew 2 unterwegs gewesen. Man vergisst auch gerne mal einiges. Vorsicht. So, lass uns nochmal angucken. Ja, es ist natürlich ein bisschen dunkel, aber egal, ich will mir das trotzdem nochmal angucken. Der Weitsicht. Ups. Sieht sogar gar nicht schlecht mit der Dämmerung. Da sieht man das jetzt vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr.
Ja gut, es ist ein bisschen bewölkt. Vielleicht deswegen ist mir das nicht so aufgefallen, weil meistens ein bisschen Wolken im Weg waren, aber... Bis mal an, da hinten die Stadt. Dort hinten die Kühltürme, das Atomkraftwerk. Oh, jetzt ist es gerade ein bisschen weggeploppt. Und das Skyline da hinten. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, dass da hinten ist Chicago. Guck mal gerade mal, ob das so ist. Würde mich jetzt interessieren. Hier drüber. Oder hier, ja. Ah, Chicago, ja. Also das ist ja schon, wo ich hingucke. Das ist nämlich hier St. Louis. Das passt. Und das da drüben nämlich mit dem Bogen ist St. Louis. So ja, es ist Chicago, was man von hier sehr gut sieht. Krass. Die Sonne ist gerade auch überkrass am Überblenden, ne? Gut. Ja, ein Rennen machen wir noch, oder? Bisschen Action sollte doch noch gehen. So, und dann sind wir auch schon wieder raus. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, auch gerade im Verbund mit der letzten Folge, dann, ja, ich sage es einfach an der Stelle schon mal, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Es hilft halt einfach, wie man so schön sagt, im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Schwieriges Wort. Aber ja, so ist es halt. Interaktion hilft, ja. Klicks helfen, Likes helfen, Kommentare helfen. Einfach und deswegen, ja, wäre ich dir sehr dankbar. Aber natürlich nur, wenn es dir gefällt, ne? Also, das sei auch nochmal gesagt. Ich will euch oder dich auch zu nichts zwingen. Einfach nur als Erinnerung, weil ich es von mir selber gut kenne, wenn ich Videos schaue. Denke ich auch immer wieder so. Wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde. Ah ja, stimmt. Ein Like könnte man ja noch geben. Video ist ja ganz gut. Hat mich ja unterhalten. Sonst wäre ich ja nicht dabei geblieben. Und wenn du bis zu diesem Zeitpunkt dabei geblieben bist, dann hoffe ich doch auch, dass es dir gefallen hat. Und dann tut so ein Klick doch gar nicht weh. So, jetzt aber Detroit Autostadt. Gucken wir mal, wie wir damit klarkommen. Aber ey, der fährt sich echt nice. Der gefällt mir richtig gut. Der lenkt sich super geil in diese Kurven rein, bleibt super stabil, klar, mit diesen Walzen da hinten. Das war schlecht gefahren. Ups. Ist es eigentlich nur das ganz normale Rundkursrennen, was hier gibt, nur dass halt hier bei dem Event auf Time Attack ist. Aber ist ja egal. Aber die Ruhe für uns. Und wir haben halt keinen Verkehr. Stimmt, das ist halt, ne? Ja, ganz gechillt. Bei Verkehr haben wir, glaube ich, sowieso nicht, oder? Ah, ich merke schon. Viel zu lange nicht mehr The Crew gespielt. Alles vergessen. Ja, nice. Dann würde ich aber schon mal an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann bis sicherlich irgendwann bald mal wieder in The Crew 2, wenn wieder was Cooles kommt, cooles Update oder so. Oder ich einfach spontan Lust verspüre, irgendein Fahrzeug anzuschauen, was ich halt eben noch nicht angeschaut habe. Da gibt es ja auf jeden Fall noch reichlich hier im Spiel. Dann, ja, vielleicht bis dahin würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du da auch wieder mit einschaltest oder halt einfach zu den sonstigen Videos und Folgen, die hier auf dem Kanal erscheinen. Ich denke mal, gerade Auto- und Rennspieltechnisch soll es ja hier nicht geizen, dafür sorge ich ja auch. Ich meine, ich mache ja die ganzen Videos zu diesen, genau diesen Spielen. Und ja, ich bin jetzt aber raus. Vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.